Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engdolim zu einem neuen Part Minecraft Chimney mit dem Zwergenfürst. Da ist unsere Hütte, die haben wir im letzten Part erbaut und zu Ende gebaut. Eine Fake-Tür, durch die ich noch so einige Male versuchen werde, hindurchzugehen, vor allem weil ein Fenster daneben ist. Ja, und ich würde mal sagen, wir gucken heute mal, was wir hier so im Kreativmodus alles, vor allem hier auf der großen Kuppelterrasse, aufbauen können. Was wir hier für Möbel und so weiter, was wir uns alles so ausdenken können, was hier alles reinpasst. Viele Sachen im Kreativmodus, die könnte man ja ganz gut auch hier mit vielleicht mit ein paar Stickern hier an der Wand das Ganze vielleicht ein bisschen hübscher aussehen lassen. Ja, mit den Bildern will ich gleich anfangen. Da gibt es doch hier, ja, gerade hier im Dekorationsmodus kann es ja nur gut werden. Hier gibt es ganz viele, ja, ganz viele Deko-Elemente, die sich vielleicht auch hier anbieten. Ja. Der Pfeil nach draußen. Ja. Und da muss er hin. Der Pfeil. Ja. Eigentlich auf die andere Seite. Das ist einmal hier entlang. Und ja, die Socken brauchen wir auch. Müssen wir immer in Socken hier anhängen. Nicht nur draußen, sondern ja, hier drinnen. Vielleicht nicht an dieser Stelle, aber ja. Andere Richtung. Ja, genau da. Nein! Und da habe ich schon den Klotz aus der Wand. Kann man ja alles im Kreativmodus simpel reparieren. Ja. Ich muss euch einfach mal gerade eine Geschichte erzählen, die sich, also ich finde die, also so lustig ist die eigentlich gar nicht, aber irgendwie ist sie schon lustig, also muss euch mal einfach erzählen, hat sich bei mir heute zugetragen, ist eine Real-Life-Story, wenn man es so haben will. Ist eigentlich zum Schreien, aber wenn es nicht so zum Schreien wäre, dann wäre es auch wieder lustig. Ja, während ich hier dekoriere, kann ich vielleicht mal zum Erzählen kommen. Ich will ja Socke. Socke will ich finden. Zack. Hatte ich doch gerade schon, oder? So eine verspitzte Weihnachtsmannhose und die können wir auch hier aufhängen. So ungefähr. Ja, ich wollte die Geschichte erzählen. Heute Morgen in aller Frühe, also viel zu früh, also ich war gerade aus dem Bett rausgefallen, da rief mich eine Person auf meinem Handy an, die meinte, ich wüsste doch, wer sie ist, also begrüßte mich direkt und sagte, ja, ich würde doch wissen, warum sie anruft und ich müsste doch wissen, woher und also wer das ist, der da anruft und was die Person von mir will, also hat sich nicht mal ordentlich vorgestellt, sondern ja, einfach gesagt, ja, moin, sie wissen, warum ich anrufe, sie
Sie hat ja gar nicht mal gesagt, also das wollen wir mal sagen. Also, es ist also einmal erstmal komplett geduzt am Telefon. Also eine wildfremde Person hat mich angerufen und mich komplett geduzt am Telefon. Ich will mich hier gar nicht beschweren, aber ich erzähle mal die Geschichte zu Ende. Die ist also ein Benehmen, was da am Telefon mir entgegengebracht wurde. Also und so benimmt man sich gar nicht am Telefon. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Was wollte ich sagen? Jedenfalls war derjenige dann. Also der, ich weiß auch keinen Namen, ist mir, sofern dein Name überhaupt gesagt wurde, ist der mir sofort entfallen, weil, also es, ja, wird ja auf jeden Fall kitschig dekoriert. ja, ich rede hier immer nur ein bisschen durcheinander, tut mir leid. Ja, jedenfalls Ende vom Lied. Ich sollte dann wohl irgendwie erraten, was wer der liebe Herr ist und was er ist, also was er von mir will. Also ja, habe ich ihn dann freundlich zurückgewiesen und habe dann gesagt, tut mir leid, aber ich weiß nicht, wer Sie sind. Also stellen Sie sich vielleicht mal vor, sagen Sie mal, ja, Sie rufen mich gerade an, wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ja, ein ganz seltsamer Fall heute Morgen. Muss ich einfach mal berichtet haben. Einfach affig, wie sowas, wenn das abgelaufen ist. Also. Ich nenne keinen Namen, könnte ich auch nicht, also, ja. Seltsam auf jeden Fall, naja. Und da können wir noch ein bisschen kürzen, da können wir ein bisschen was drüber hängen. Sehr kitschig hier gestalten, das Ganze. Ja, vielleicht ein bisschen Gelb dazwischen. Ein Gold, so. Ja, ungefähr so. Hier vielleicht zeige ich hier noch was Gelbes hin. Ja. Einen Tannenbaum könnte man hier auch aufstellen, das wäre doch mal was. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. So. Nein. Ich wollte das dann auch noch kurz machen. Gelb meine ich. So den halben hier. Geht nicht. Verdammt. Dann machen wir es rot. Dann wird das hier noch gelb. So. Ja, sieht doch schon etwas festlicher aus. Nein, warum hau ich hier mal ein Stück in die Wand? Nein. Auch wenn mein Haus von außen ein bisschen, ja, anders für mich aussieht, von innen ist das doch ziemlich quadratisch. Da, rot. Sehr schön. Tannenbaum jetzt hier noch aufstellen. Vielleicht kriegen wir einen gebastelt. Oder gibt es hier eine Vorlage? Ich fürchte, nein. Choruspflanze. Chorusblüte. Okay. Was ist das? So, dann pflanzen wir mal hier ein bisschen Holz.
Ich muss mich gerade mal ein bisschen räuspern. Eichenholz, ja, Tannenholz wäre vielleicht nicht schlecht. Tropenholz, Birkenholz, Fichtenholz. Ja. Schwarzeiche nehmen wir, oder? Wie sieht das aus? Ja. Die Dicke ist ziemlich niedrig, aber. Okay, das können wir nicht pflanzen. Blätter bräuchten wir hier. Das kann man auch machen. Ich habe es doch sogar schon mal in Minecraft Arno probiert. Ich habe da sogar schon mal Blätter gepflanzt. Schwarzeichenblätter, Birkenblätter, Fichtenblätter. Fichte ist eigentlich. Akazienblätter, Schwarzeichen. Fichtennadeln, ja genau. Das ist das, was ich will. Zack. Ein kleines Bäumchen. Ein bisschen Natur in die Wohnung bringen. So ungefähr. Ich glaube, wir müssen das Dach einreißen. Damit der Baum ein bisschen größer werden kann. Unser Baum muss größer werden. Nein, da wollte ich nicht hin. Da müssen noch die Geschenke drunter. Ja gut. Der muss breiter und höher. Dann reißen wir hier mal ab. Müssen wir das Ganze noch ein bisschen höher bauen. Oder ein bisschen niedriger. Zum Dach hin. Ja. Tannenbaum muss sein. Und was wächst da hier aus dem Boden raus? Das ist doch auch was. Wächst der hier einfach. Oh, jetzt habe ich die Treppe zerstört. Treppe nach oben. Okay, dann glaube ich, dass wir den noch ein bisschen versetzen müssen. Den ganzen Baum. So, hier zum Beispiel. Versuchen wir es mal hier. Nein, der muss noch weiter hierher. Zack, der soll ein bisschen Umfang haben. Zack, so. Da und da. Die Musik ist gerade ein bisschen laut. Da muss man drüber reden. Damit die nicht zu sehr ertönt. Versucht da so einen dreieckigen Tannenbaum draus zu machen. Ja, dann lassen wir vielleicht die zweite Etage weg. Das war vielleicht auch nicht ganz schlecht. Tja, ich wollte doch eine Nutzmann-Tanne. Aber es ist nur so ein, ja, ein einfacher Nadelholz geworden. Einfaches Nadelholzchen. Ja, ich weiß auch gerade nicht, was ich rede. Aber ich weiß, dass wir jetzt hier die Etage abräumen. Da wird doch noch ein bisschen was umgestaltet. Na. Und das ist noch nicht so richtig das, was ich will. Ich muss den noch weiter in den Raum stellen. Dann bauen wir mal hier die Leiter weg. Zack, zack, hier die Ebene einfach mal abreißen. Wird halt ein hohes Haus. Ist doch auch was, was Sinn macht. Ein bisschen mehr Platz zu haben. Ja, wir müssen natürlich auch noch die Gegend hier mal erkunden. Nicht, dass wir hier die ganze Zeit nur das Haus bauen und am Ende die Landschaft gar nicht kennen. Da hätten wir das genauso gut auch in Minecraft Arno machen können. Da ist die Landschaft hier ja nichts wert. Versteht ihr, was ich meine? Das Ganze drumherum, das Dorf hier, das ist alles sehr sehenswert. So einen Baum sollte man lieber draußen bauen, aber ja. Ich will hier mal die Herausforderung annehmen und mal hier drinnen was aufbauen. Ein Weihnachtsbaum ist ja auch mal drinnen. Ganz schön, das ist dafür, dass wir da, dass man
Haus, ein Haus in seinen Baum nimmt. Genau so. Dann genau andersrum. Mal die Natur mit ins Häuschen nimmt. Räusper, räusper. Hust, hust. Tja, ich kann es nicht einschätzen. Wo fangen wir mit dem Baum an? Auf jeden Fall muss es unten am breitesten sein. Und dann nach oben immer schmaler werden. Ja. So ist die Idee. So, hier unten vielleicht mal ein bisschen breiter. Nehmen wir das ganze Haus ein, dass man da nur schwer dran vorbeikommt. Ich übertreibe hier einmal ordentlich. So. Zack, zack. Zack, zack. Das ist aber noch nicht sehr hoch. Da müssen wir vielleicht mit was anderem als mit Naturbaum. Mit Treppen, mit grünen Treppen mal was machen. Müssen wir halt keine Natur nehmen. Müssen wir halt was, ja, was Kleines erfinden. Hat sich herausgestellt, dass Natur, glaube jetzt nicht so das Beste ist. Haben wir denn hier irgendwelche grünen Stufen? Mein Vorhaben mit dem Weihnachtsbaum scheint langsam zu scheitern. Nicht doch. Wir wollen hier doch was Schönes machen. Müssen wir das nach draußen verlegen oder was? Och, bitte nicht. Muss doch Stufen geben. Farbige Stufen. Ich bezweifle es stark. Es gibt hier rote Sandsteintreppen. So, so viel dazu. Ein Satz mit X. Ich würde mal sagen, das war wohl nix. Farbstoff. Ja, wir kriegen hier höchstens was Unförmiges hin. Großartiges wird daraus leider nichts. Da ich was geplant, was ich nicht umsetzen konnte. Mein Kopf war sinnvoll, mein Kopf sah es gut aus. Ja, ein minimalistischer Tannenbaum oder was? Ich bin da auch nicht so mit logischem Denken begabt, dass ich das jetzt hinkriegen könnte. Oh, Tannebaum. Ja. Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Ja, Kreativität wird hier ganz klein geschrieben. Vielleicht kriegen wir dann hiermit doch noch irgendwas halbwegs. Nicht ganz so bescheuert aussehendes hin, oder? Wird das nicht gehen? Ich glaube, das sieht jetzt schon ziemlich bescheuert aus. Ja,
sieht etwas unförmig aus. Zack, hier. Ich weiß auch nicht. Oh, Tannenbaum. Ist halt keine Nordmann-Tanne, wie man so schön sagt. Hier oben noch ein Stern drauf. Fackel, jetzt habe ich das getauscht. Kann man hier nicht setzen. Gut, aufgehen. Ja, ich bin sprachlos. Was für eine geniale Baukunst hier. Es könnte nicht besser sein. Ja, spitzenmäßig wie immer. Deko-Elemente. Da hätten wir einmal das hier. Nussknacker. Und Engel. Kann man die platzieren? Kann man nicht. Kann man den Baum wenigstens hier mit verzieren? Ja, kann man irgendwie. So. Ein paar Kügelchen. Wieder ein bisschen Eis, warum nicht? Nein. So zum Beispiel. Ein bisschen. Sieht sehr traurig aus, aber ja. Ein bisschen Freude hier noch reinbringen. Die müssen wir noch erleuchten. Na, sieht doch gar nicht so scheiße aus, aber, also sieht schon scheiße aus, aber so scheiße sieht es nicht aus. Na, dekorieren. Heute ganz im Sinne des Dekors. Dekoration. Ja, ich tue halt mein Bestes. Gib mein Zwergenbestes. Ja gut, hängen wir eine Socke mal dran. Aber nicht da hinten. Ja. Und da oben noch ein Straßenbahnschild. Warum nicht? Ja, hier eine Socke hingehängt. Sieht schon erbärmlich aus, also muss ich sagen, da ich mir die beste Mühe gegeben. Also hier mal ein bisschen nicht. Kann ich scheinbar nicht oben drauf stellen. Na komm, noch ein Licht hin. Da noch ein Licht hin. Damit wenigstens ein bisschen von den Fackeln der Tannenbaum erleuchtet wird. So, ja, da bleibt mir nur hier noch einen kleinen Block hinzubauen, vielleicht ein bisschen Erde oder so. Dann können wir da zumindest eine Kerze hinstellen. Es ist traurig, was hier gerade passiert. Ja, lustige Geschichten habe ich auch nicht mehr zu erzählen. Sieht einfach nur traurig aus. Was für ein trauriger Tannenbaum. Da hilft auch nichts mehr.
Wir haben es versucht. Noch ein bisschen, ja, da könnte man es hinhängen. Das Stückchen. Genau das. Ja. Könnte besser, aber ja. So, Geschenke gibt es hier auch. Ja. Goldbarren. Gab es doch Blöcke, die Geschenke auch sahen. Da habe ich mich dann getäuscht. Da können wir vielleicht noch ein paar unter den Tannenbaum stellen. Damit es gar nicht so traurig aussieht. So, blau. Und gelb und orange. Das sind die Wollblöcke, die hier wie Geschenke aussehen. So, noch ein Geschenkberg hier irgendwie errichten. So. Hoppla, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht die Dekoration abhängen. Ja. Oh nein, die Tür. Die Tür ist abgegangen. Das Beste an dem Haus. Müssen wir das Geschenk wegstellen. Das sah doch am schönsten aus. Ich will die Tür wieder haben. Die Tür. Nicht den Kamin. Die Tür. Oh, ein Weihnachtsbaum. Das Motiv. Tür. Tür. Wo ist die Tür? Ach Mensch. Kommt halt der Kamin dahin. Ja, auch hübsch. So. Hier noch ein paar Geschenke, ein paar Kamine in den Raum stellen. Genau. Dann sieht es vielleicht gar nicht so kacke aus. Ich weiß auch nicht. Ja. Sollten wir auf die andere Seite hier. Ein paar Weihnachtsgeschenke versteckt. Da kann Weihnachten kommen. Oh nein, die Dekoration fällt ab. So, jetzt hier noch eine Treppe nach oben. Vielleicht kommen wir ja doch noch nach oben auf die Terrasse. Hier kann man das mal ordentlich leeren. Und dann kriegen wir noch die Treppe zurück. So, na komm, die verlorene Deko wieder dran machen. Ja, wenn die Hintergrundmusik nicht so laut wäre, würde ich mal Weihnachtsmusik einspielen. Vielleicht habe ich es auch irgendwie geschafft. Ja, kann besser. Kann man besser machen, kann man besser dekorieren. Aber man sieht es was. Man sieht, was es werden sollte. Und es ist eine edle Idee dahinter und ja. Es ist, ja, akzeptabel. Na dann, kriegen wir das hier noch weiter hochgebaut. Hier noch eine Treppe hin. Zack. Ja, und dann hier auf dem Level weiter. Kann ich auch so ein Dings noch eine Treppe hinbauen oder
wird das nichts. Ich meine, auf so einer Eichenhalsstufe. Eine Treppe bauen. Eine Stufe in der Treppe bauen. Genau. Ja, es geht. Dann kann ich hier über dem Eingang meine kleine Terrasse ziehen. Ja, super. Läuft doch noch Plan. Zack. Weg mit dir. Und müssen mal die... Na, sieht nicht ganz so spitz aus, aber ja. Muss man die Öffnung hier reinmachen. Und da drüben wieder schließen. Geht's so auf die Kuppel. So, zack. Na, komm. Sehr gut. Dann wird es dazu gemacht. Ja, auch gut. Na, nicht gut. Muss man hier mal so ordentlich. Dann testen wir mal die Treppe. Die ist ziemlich steil. Ich hoffe, da fällt man nicht von runter. Ah ja.